Der C2C-Kongress für mich ist engagiert, nachhaltig und zukunftsorientiert. Weil wir nur eine Welt haben und wir die für die nächsten Generationen bewahren müssen. Und das gelingt nur durch nachhaltiges Wirtschaften. Wir haben ein wirklich nachhaltiges Geschäftsmodell, denn wir betreiben ein Mehrwegbehältersystem. Und unsere Behälter werden bis zu 120 Mal genutzt. Und wenn sie danach defekt sind und nicht mehr repariert werden können, dann verwenden wir das Material und produzieren daraus wieder neue Behälter. Bei uns war der Beginn die Entwicklung des Produktes, das heißt eine Klappsteige für Obst und Gemüse und die Entwicklung der zugehörigen Dienstleistungen. Wir haben damals offen gestanden noch keine Gedanken an Cradle to Cradle gehabt, aber wir haben dann festgestellt, dass die Cradle to Cradle Konzepte veröffentlicht wurden, dass unser Konzept alle Kriterien von Cradle to Cradle erfüllt. Es gibt viele Herausforderungen. Die größte ist natürlich, dass das Konzept nicht nur nachhaltig sein muss, sondern auch ökonomisch. Denn nur wenn beides gegeben ist, hat man am Markt eine Chance. Also wir werden zunächst mal versuchen, unsere Kernapplikationen, nämlich Mehrwegbehälter für Frischprodukte, weiter in aller Welt zu vermarkten und den Anteil von Mehrweg beim Handel deutlich zu steigern. Aber wir denken auch schon in neuen Dimensionen und wir könnten uns auch vorstellen, Produkte zu machen, die zum Endkonsumenten gehen. Wir könnten uns selbst vorstellen, Produkte auf den Markt zu bringen, die Primärverpackungen sind.